Delia Wels Gottschalk, nicht eingeheiratet in die Gottschalk-Familie und habe zwei Kinder, erwachsene Kinder im Alter von 29 und 32 und bin Oma seit kurzem eines 4 Monate alten Babys namens Ian und ganz glücklich. Ich habe jetzt knapp 2 Wochen Schulung hinter mir und es ist wie ja, eine ganz große Freude in mir, so viel Material mitzubekommen, wo ich mit handeln kann. Also ich kann meinem Enkelkind zur Seite stehen in Zukunft, ich kann an Schulen mich wenden, die vielleicht Hilfsbedarf haben auf ehrenamtlicher Basis und ich kann mich aber auch selbstständig machen. Ich kann tatsächlich damit auch noch Geld verdienen, was ja auch wichtig ist im Leben. Das ist so eine sinngebende Arbeit. Also ich habe noch nie so was Schönes gemacht und ich habe schon einiges gemacht, aber das ist wirklich eine tolle Sache. Ich dachte, für die kleinen Kinder und so kannst du bestimmt da was Gutes mitnehmen, aber es ist wirklich so, dass erstmal ein ganz großer Brocken mit mir selber zu tun hat. Also ich komme da nochmal mit Gefühlen in Kontakt, die ich gar nicht mehr wusste, dass die da sind, und Blockaden, die sich noch irgendwo so ganz versteckt haben, sind wieder rausgekommen, aber sie sind auch gelöst worden und ziemlich schnell. Also ja, es ist einfach, ich bin einfach sehr voller Freude, dass es diese Arbeit gibt. Den kann man nicht beschreiben, den sollte man erleben. Kann ich nur sagen. Sowas an Lebendigkeit, an Freundlichkeit, an Authentizität, wie dieser Mann ausstrahlt, an schauspielerischem Talent, was der mit in die Gruppe bringt, um uns in einen Zustand zu bringen, wo das Lernen leicht fällt. Ja, wir haben unheimlich viel gelacht beim Lernen. Es war mir überhaupt nicht bewusst, dass Lernen auch Spaß machen kann. Das habe ich beim Daniel gelernt. Also ich finde, ich weiß ja, wie ich früher war als Mutter von jüngeren Kindern und auch in meinem Bekanntenkreis und Freundeskreis. Es gibt so viele Herausforderungen, die Kinder im Schulleben, die anstehen, wo man in eine große Hilflosigkeit gerät. Und da hat mit diesen Tools haben alle Eltern die Möglichkeit, selbstständig was zu tun, ohne, ich möchte jetzt niemanden beleidigen, aber ohne direkt zum Psychologen zu laufen. Sondern erstmal tatsächlich, den kann man ja immer noch, wenn man möchte, wenn man Sicherheit braucht, auch mit hineinnehmen. Aber erstmal mit dem eigenen Kind helfen, zur Seite zu stehen.